Ich sage, Berverath bleibt, weil ich meinen Kindern das Zuhause erhalten möchte, das ich als Kind haben durfte. Ich sage, Kuckum bleibt, weil jedes erhaltene Dorf ist ein weiterer Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit. 1814 ist das hier erstmals urkundlich erwähnt worden. Das geht nicht, dass dann innerhalb von 2 Jahren so ein Dorf platt gemacht wird. Deswegen bleibt kein Berg. Ich sage, Kuckum bleibt, weil Kuckum hier mein Himmelreich ist, weil Kuckum ein total schöner Ort ist, weil in Kuckum die Niers entsprungen ist und weil, ja, hier ist einfach Dorf und hier ist Ruhe und hier ist Frieden und hier ist es wunderschön. Alle Dörfer bleiben ist eine bundesweite Initiative, die sich gegen den Braunkohletagebau stellt, um den Tagebau möglichst klein zu halten und es zu schaffen, dass alle Dörfer in Deutschland bleiben können. Wir stehen hier mitten im rheinischen Braunkohlerevier am Garzweiler 2-Tagebau. Im Hintergrund sieht man das Haus meiner Großeltern und das Haus meiner Eltern und vielleicht auch in Zukunft mal das Haus, in dem ich leben werde. Und dieses Haus ist schon seit 1862 von unserer Familie bewohnt. Die Ergebnisse der Kohlekommission bedeuten für mich auf der einen Seite Unsicherheit und auf der anderen Seite Hoffnung. Hoffnung vor allem deswegen, weil ja beschlossen wurde, dass 3 Gigawatt im Westen bis 2022 abgeschaltet werden müssen. Das wiederum wird sehr wahrscheinlich bedeuten, dass einige, wenn nicht sogar alle Dörfer im Garzweiler 2-Tagebau stehen bleiben können. Andererseits sind wir natürlich aber auch sehr unsicher, weil in dem Kohlekommissionsvertrag ja eindeutig nicht festgehalten worden, welche Dörfer das sein werden, ob es Dörfer sein werden und ob sich RWE an diese Regelungen halten wird. In den Dörfern ist im Moment eigentlich so das Gefühl, dass RWE gerade tüchtig Fakten schafft. Also in den letzten 2, 3 Wochen merkt man wirklich, wie hier unwahrscheinlich viel kaputt gemacht wird, wie es den Leuten fast unmöglich wird, gerade in Keilenberg wohnen zu können vernünftig. Wenn man zur Arbeit fährt Richtung Autobahn, sieht man den Bagger hinter der Autobahn stehen. Es werden überall neue Pumpen gebaut, überall sieht man Mitarbeiter von RWE rumfahren, man sieht überall die Bagger, die Lampen, man hört die Geräusche und es ist ganz unangenehm, dieser Druck, der ausgeübt wird durch die Sicht alleine. Und ich bin der Meinung, man sollte einfach jetzt erstmal stillhalten, um zu sehen, was von der Landesregierung kommt, ob da noch eine neue Leitentscheidung kommt, bevor man hier anfängt, noch weiter Häuser abzureißen und die Gegend zu zerstören. Der Kampf bei uns ist eigentlich jetzt schon 5 Jahre. Wir hatten in den ersten Verhandlungen mit RWE, haben wir Gespräche geführt und dann wurde mir gesagt, ja Frau Dresen, Ihre Pferde sind nur Ihr Hobby, die können Sie abgeben, die brauchen Sie ja nicht. Oder es kamen Worte wie, Frau Dresen, überlegen Sie doch mal, wie alt Sie sind, noch ein paar Jahre weiter, können Sie das sowieso nicht mehr. Das ist so furchtbar, also man kommt sich vor wie, ja Mensch zweiter Klasse, man hat kein Recht auf das, was man ja eigentlich hier besitzt, was einem ja eigentlich zusteht und das muss man einfach so aufgeben. Ich habe das Gefühl, dass wir vor Ort überhaupt nicht ernst genommen werden, dass unsere Probleme völlig irrelevant sind, weil es ja in Deutschland wichtig ist, dass die Wirtschaft weiter wächst und dass wir Arbeitsplätze haben, koste es was wolle. Wir kämpfen weiter, wir sind der Meinung, diese Häuser und diese Dörfer dürfen und können erhalten bleiben. Wir haben 32 Häuser, davon sind 5 Häuser denkmalgeschützt. Wir haben die Kapelle, die ist denkmalgeschützt, das wird alles außer Acht gelassen und deswegen bin ich total wütend auch auf die Landesregierung, dass da jetzt eben nicht so schnell wie möglich etwas unternommen wird und dass hier weiterhin Fakten geschaffen werden, die nicht notwendig sind. Es kann nicht sein. Also man versucht wirklich den Bürgermeister zu involvieren, zu sagen, bitte machen Sie irgendwas, er hat keine Macht. Die Politik hat scheinbar keine Macht und wir müssen es einfach so hinnehmen. Und ja, es ist einfach nur unerträglich, was RWE gerade hier mit uns macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir der Landesregierung oder auch der Stadt Erkelenz in irgendeiner Weise es wert sind, uns als Menschen zu behandeln. Wir sind einfach nur praktisch, indem wir hier umsiedeln und die Kohle freigeben. Und das kann in Deutschland ehrlich gesagt einfach nicht sein. Die Initiative Alle Dörfer bleiben ist eine Initiative, gegründet aus Menschen aus der Umgebung, aus Umsiedlern, die sich zusammengeschlossen haben, um eben diese Mahnwachen und Demonstrationen zu organisieren und um einfach zu zeigen, wir sind da und wir möchten bleiben und wir möchten uns nicht weiter unterdrücken lassen und vertreiben lassen. Mir gibt es extrem viel Kraft, mit den anderen zusammen, sich zusammenzutun, zu überlegen, wie können wir gegen diesen Riesenkonzern vorgehen und welche Aktionen können wir planen, um ihn irgendwie aufzuhalten. Es wäre super toll, wenn ganz viele Menschen uns unterstützen. Kommt zum Dorfspaziergang am 23. Februar nach Keilenberg. Zeigt uns eure Solidarität. Schickt uns Videos und Fotos unter Hashtag Alle Dörfer bleiben.
Wir würden uns wünschen, dass alle Menschen, die letztes Jahr im Hambi dabei waren, jetzt vorbeikommen und sich schützend vor unsere Dörfer stellen. Und dafür könnt ihr am 23.03. zum Sternenmarsch nach Kainberg kommen. Oder spendet für unsere Aktionen und Kampagnen. Alle Dörfer bleiben!